Ja, leider durch die Klimageschichte ein bisschen in Verruf geraten, aber was ist eigentlich ein Benzinmotor, beziehungsweise wie funktioniert er? Und die Geschichte fängt mit diesem Herrn hier an. Das ist Nikolaus August Otto, deutscher Erfinder. Der heutige Begriff Ottomotor geht auf ihn zurück, wobei es eigentlich nicht sein Originalmotor, sondern zu seiner Ehrung 1946 für alle Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung, so heißt das offiziell, eingeführt worden ist. 1862 hat er erste Experimente gemacht und 1876 den ersten Viertaktmotor mit verdichteter Ladung. Ja, jetzt hat das Ganze allerdings erst Serienreife durch zwei andere Herren erlangt, und zwar Wilhelm Maybach und Gottlieb Daimler. Und die beiden Nachnamen, die kennt man ja heute auch von Automarken. Wie funktioniert der Ottomotor oder auch Viertaktmotor genannt? Naja, mit vier Takten. Und zwar als erstes, Nummer eins ist Ansaugen. Da wird das Gemisch aus Benzin und Luft in die Brennkammer gesaugt. Das geschieht dadurch, dass der Kolben nach unten geht. Dann fährt der Kolben wieder nach oben. Dann wird verdichtet. Das heißt, das Gemisch wird zusammengedrückt. Dann, deswegen hieß es eben Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung. Das heißt, da ist eine Zündkerze drin, die zündet das Ganze. Dadurch dehnt es sich aus und dann sind wir im dritten Takt. Das ist das sogenannte Arbeitstakt. Und durch die Ausdehnung findet im Prinzip der Antrieb statt. Das heißt, der Kolben wird nach unten gedrückt und dadurch wird ja der Motor in eine Drehbewegung versetzt oder die Kurbelwelle, wenn man genau ist, in eine Drehbewegung versetzt und das kann man dann nutzen. So, und dann dreht sich das Ganze weiter durch letztendlich den Schwung, der bei der Sache entstanden ist. Und beziehungsweise Schwung ist ja Rotationsenergie und die wird jetzt dazu genutzt, um den Kolben wieder nach oben zu drücken. Wir sind im vierten Takt ausstoßen, das heißt, die Abgase werden nach draußen gedrückt und dann beginnt alles von vorne. Takt 1, 2, 3, 4 und so weiter. Heute beschäftigen wir uns mal mit nicht dem Rasenmäher, sondern das, was den Rasenmäher antreibt. Das ist ein Viertaktmotor. Da schauen wir uns gleich mal im Modell an, was jetzt genau da drin passiert und wie der aus dem Treibstoff, Benzin hier, ja, die Energie gewinnt, um das Messer, was hier unten drunter ist, anzutreiben. In diesem Experiment schauen wir uns mal einen Vergaser an. Das hier ist ein Vergaser. Wie funktioniert das Ganze? Ich will das erstmal, bevor wir uns das Ding angucken, ein einfacheres Modell mal kurz dazwischen schieben. Hier wird sozusagen angesaugt, das heißt, hier strömt Luft in diese Richtung durch und man sieht, das Ganze ist in der Mitte verengt. Dadurch strömt die Luft in der Mitte schneller. Dadurch, man sagt, dass das schneller strömt, ist der Venturi-Effekt. Und Bernoulli sagt halt aus, dass dann der Druck sinkt und dadurch wird hier von hier unten der Kraftstoff angesaugt. Und dadurch habe ich was hier dann sozusagen angesaugt wird, ist eine Mischung aus Luft und Kraftstoff. So, jetzt gucken wir uns nochmal die echte Variante an. Und wenn man mal hier guckt, hier kommt der Kraftstoff, hier ist praktisch der Benzinhahn, wo ich das ein- und ausschalten kann. In diesem Topf hier unten ist ja, im Prinzip ein Kraftstoffreservoir. Und das ist im Prinzip,
wird hier geguckt, dass immer das gleiche Level an Kraftstoff drin ist, damit sozusagen der Unterdruck hier immer die gleiche Menge an Kraftstoff sozusagen ansaugt. Deshalb läuft hier praktisch Kraftstoff bis zu einem gewissen Level rein und dann strömt hier im Prinzip die Luft durch. Und wenn man ganz genau guckt, sieht man, hier vorne ist so eine Klappe. Das ist das, was man Choke nennt. Das heißt, hier kann ich im Prinzip, wenn ich das zumache, wird mehr Kraftstoff angesaugt. Das heißt, das ist ein, man sagt fetteres Gemisch dazu. Das braucht man, um einen Motor, wenn der noch kalt ist, zu starten. Und hier hinten sieht man auch eine Klappe. Die geht auch ganz leicht. Das ist jetzt praktisch die Ansaugseite. Und hier kann ich Gas geben. Das heißt, jetzt habe ich hier volles Rohr und jetzt kann ich hier ein bisschen sozusagen, kommt weniger von dem Luft-Kraftstoff-Gemisch in den Motor und dadurch, ja, läuft er dann langsamer. So, jetzt nochmal, wenn ich jetzt zwischen den beiden Platten genau hingucke, hier sieht man so einen kleinen, ja, Stift da hochgucken. Und das ist tatsächlich die Austrittsöffnung, da strömt die Luft drüber. Man sieht auch hier, wie sich das ein bisschen verengt. Und da strömt dann die Luft drüber. Und auf diese Art und Weise wird da dann der Kraftstoff rausgesaugt. Und ja, vermischt sich dann mit der Luft. Und ich habe dann mein Kraftstoffgemisch, was ich dann im Motor entsprechend zünden kann. Hier habe ich das Modell eines Benzinmotors und wenn ich den jetzt in Bewegung versetze, sieht man hier, wird jetzt das Benzin-Luftgemisch angesaugt. Man sieht hier auch, das Ventil geht auf, damit das ja auch rein kann. Jetzt geht das Ventil zu und jetzt wird das Ganze verdichtet. Und jetzt ist die Zeit der Zündkerze gekommen, die das Ganze entzündet und man sagt dann auch Arbeitstakt dazu. Das sind im Prinzip vier Takte, vier Taktmotor. Ansaugen, verdichten, haben wir jetzt eben gehabt. Jetzt wird sozusagen gearbeitet, das heißt, das Ganze dehnt sich hier aus und schiebt dabei den Kolben nach unten. Und jetzt öffnet sich hier das Rohr, wo praktisch die Abgase jetzt rausgehen können. Und jetzt werden die Abgase rausgedrückt. So, und jetzt fängt das Ganze von vorne an. Erster Takt ansaugen, zweiter Takt verdichten, dritter Takt zünden bzw. Arbeitstakt. Und jetzt beginnt der vierte Takt, Abgase nach draußen. Tja, so funktioniert der Viertaktmotor.